Dein Gossip des Tages von klatsch-tratsch.de mit Elisa und Dennis. Hallo ihr Lieben, diese Woche sind wir wieder zurück zu unserem Gossip des Tages. Genau, und haben wieder eine ganze Menge Sachen mitgebracht, die wir heute unbedingt besprechen müssen. Unter anderem mal das Aktuellste zuerst. Gestern war ja das große Finale von Germany's Next Topmodel. Und gewonnen hat Jackie, aber interessiert halt eigentlich auch, so semi nur, weil viel krasser war, dass Liana ja auf einmal nicht mehr am Finale teilgenommen hat. Dennis, hast du es gesehen? Ja, aber lass uns ganz kurz erstmal über die Show im Allgemeinen sprechen, ne? Also, what the hell? Oh, schnarch, wirklich. Es war echt schlimm so, weil ich meine, das Ding ist halt, ja, wir haben gerade Corona-Zeit und ja, der Sender muss sich da halt auch dran halten. Das hatte dann halt dadurch ganz viele Probleme oder so einen richtigen Rattenschwanz eigentlich, den es so mit sich gezogen hat. Zum einen, Heidi Klum war nicht da, war dann die ganze Zeit über Videoschalte da gewesen. Dann war es dann halt so, dass diese Show von irgendeinem komischen Fotografen moderiert wurde, mehr oder weniger, der halt auch nicht so gut war und ziemlich schnarchig war. Ja, Christian, Nikita Thompson war da. Christian Anwander, ne? Ist das gewesen? Irgendwie so. Nikita Thompson war auch da, auch so eine Art Moderationsfigur. Sie ist wenigstens so eine Person, die wenigstens so ein Herz hat, ne? Ja, die reißt halt auch jeden aus seinem Tiefschlaf. Also Entschuldigung, jedes Mal, wenn ich Nikita gesehen habe, bin ich auf der Couch wieder hochgeschreckt und dachte mir so, huch, da ist er ja wieder. Nikita ist da. Nee, sie ist auf jeden Fall sehr präsent und auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Das war für mich, glaube ich, so wirklich so das Highlight in der Sendung, weil ansonsten war es halt wirklich so kein Publikum, keine Stargäste und die ganze Zeit Applaus vom Band. Also es war richtig schlimm. Und anstatt jetzt irgendwie das Ganze so ein bisschen einzudampfen und kurz und knackig zu machen, weil man halt im Vergleich zu den Vorjahren halt nicht diese ganzen Dinge hatte, hat man dann einfach das ganze quälende 3 Stunden durchlaufen lassen. Und es war wirklich so eine Schnarchveranstaltung, wo man sich echt gedacht hat, so, keine Ahnung. Ja, das hat sich echt gezogen wie Kaugummi, aber so alter Kaugummi halt irgendwann auch. Ne? Die Tänzerin vom Friedrichstadtpalast hier aus Berlin, die waren ja ganz schön noch, ne? War eine ganz schöne Idee und das halt auch mit den Mädels und so. Dann noch diese merkwürdige, das habe ich übrigens schon gar nicht mehr mitbekommen, weil ich konnte es mir wirklich nicht die ganze Zeit angucken, obwohl, ey, wirklich, ich bin ja halt echt dran geblieben. Wirklich GNTM, ich habe, glaube ich, 1-2 Folgen halt nicht wirklich live geguckt gehabt, also live, nicht im Fernsehen geguckt gehabt, sondern dann halt später nochmal nachgeguckt oder hatte mir bei der einen Folge auch nur Sachen durchgelesen. Aber grundsätzlich bin ich da echt dieses Mal wirklich wieder richtig dran geblieben. Aber dieses Finale, das hat mir gestern den letzten Nerv geraubt und ich dachte mir so, nee, ich will es einfach nicht sehen, sorry. Das war echt, und dann diese Show von, da habe ich nämlich wieder reingeschaltet, diese Show von diesem Philipp Plein? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Es war wie so ein Unfall. Man konnte nicht weggucken, aber man musste halt. Ne? Es war so ein bisschen, wie wenn du halt nicht gucken möchtest, aber das Verkehrsopfer animiert dich zum Gucken und vielleicht sogar noch, um Selfies zu machen. Aber ich möchte das alles gar nicht sehen. Also es war auf jeden Fall echt schlimm. Dann auf jeden Fall, Jackie ist es geworden, Germany's Next Topmodel, was eigentlich auch, ganz ehrlich, keine große Überraschung war. Ja, sie ist die wandelbarste von allen, ne? Also die kannst du halt für alles halt einsetzen, so. Ja, und ich meine, wenn du mal so guckst, irgendwie die ganzen Vorjahresgewinnerinnen, da ist es ja auch wirklich immer so, da weißt du ja, die wechseln ja immer, die springen ja immer von einem Typen zum nächsten, ne? Nein, ich meine es überhaupt nicht, ich meine es positiv so, ne? Ich meine wirklich, was wir bisher wirklich noch nicht hatten, wäre jetzt zum Beispiel eine asiatische Gewinnerin. Ach so, meinst du das? Vom optischen her, vom Style? Genau. Ich dachte eben gerade von einem Typen zum nächsten, als wenn das ja alles... Nein, um Gottes Willen, sowas würde ich niemandem unterstellen. Sondern einfach wirklich so rein, einfach vom optischen Typ im Sinne von, wir hatten eine Rothaarige, wir hatten eine Schwarze, wir hatten eine, die ein bisschen Latina-mäßig aussah. Wir hatten eine Blonde, weißt du, so ja, immer das springt stimmt, das immer ja. so ein bisschen. Und ich glaube halt einfach, jetzt wäre es halt wirklich Zeit, dass vielleicht eine Asiatin oder vielleicht sogar, wenn die das mal wieder haben, ein Curvy-Model gewinnt. Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Curvy-Model aus der diesjährigen Staffel, Johanna hieß sie, die war ja, also im Verhältnis zu den kleinen Stöckchen, die da durch die Gegend laufen, ist sie natürlich ultra-curvy gewesen, aber eigentlich hat die eine ganz normale Figur und fand es eigentlich auch nicht so schön, halt als Curvy-Model die ganze Zeit betitelt zu werden. Aber da dachte ich am Anfang noch so, Mensch, die hat halt eigentlich echt Potenzial. Und das hätte ich mir echt gewünscht, dass es dieses Jahr halt vielleicht mal irgendwas anderes wird. Ich bin jetzt mit Jackie als Gewinnerin auch ganz glücklich, so ist nicht. Mag die schon, so als Persönlichkeit. Ja, aber... die ist halt, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass die suchen ja dann halt nicht irgendwie
das große Model. Das ist dann halt immer mit viel Glück, wie jetzt, guck mal hier, Lena Gerke und Stephanie Giesinger, wenn die dann, dass die halt so große Models geworden sind oder auch Rebecca Mir, gut, sie war ja Zweite, aber dass die halt sich so abgekapselt haben und teilweise gar nicht mehr mit GNTM wirklich in Verbindung gebracht werden. Das ist ja ein Glücksfall, das ist bei denen halt gut gelaufen. Die sind halt, ja, halt auch gut gewesen und so, ne? Die haben das schon verdient, gar keine Frage. Aber das ist so, habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei den GNTMs halt eben nicht nur darauf ankommt, dass die halt gut aussehen auf dem Foto oder auf dem Laufsteg dann oder keine Ahnung, sondern dass die halt auch immer eine Personality haben müssen, die möglichst wenig aneckt. So, dass sie da halt auch schon auf die Tonalität halt in Social Media und sowas halt hören. Quasi. Das gehört ja auch alles dazu, weil ich finde, die meisten dieser Models, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die meisten Mädels, die da mitmachen, die da gewinnen, sind jetzt nicht die Models, die wir jetzt auf der Pariser Fashion Week sehen, sondern das sind dann halt, die machen alles andere drumherum, die sind dann halt aber eher so Personalities / People, wie man das ja irgendwie nennt, aber jetzt nicht unbedingt jetzt hier Claudia Schiffer, so, ne? Ja, nee, das stimmt, da hast du recht, ja. Ganz genau. Und da wären wir jetzt ja auch dann schon wieder zurück in der Sendung, als sie doch dann diesen Personality Walk hatten, bei dem dann die Models quasi einen selbstgestalteten Walk machen mussten, also wo sie sich selbst die Klamotten aussuchen durften dafür. Und das war dann ja auch dieser Part, wo es zu diesem dramatischen Ausstieg von Liliana kam. Also da hatte sie sich ja irgendwie, ihre Botschaft war ja, dass sie gegen Mobbing antreten wollte und hatte dann halt quasi so eine Jacke an, auf der Schimpfwörter wie Bitch und Dreck und keine Ahnung was drauf standen, hat das dann ausgezogen und so ein bisschen wie, sollte vermutlich so eine Art sexy Sinnbild für den Phönix aus der Asche sein, hat sie dann auch diese Victoria's Secret Flügel gehabt, hatte dann so einen wunderschönen, ich würde es jetzt mal Buddy nennen, also so Unterwäsche-Buddy-mäßig halt. Ja, so mit Spitze, ja. Und genau, und hat dann da eine flammende Rede gehalten, die einfach im Grunde genommen hat, einfach mal erzählt hat, dass sie in den letzten Wochen so ein bisschen durch die Hölle gegangen ist. Also wirklich, dass sie gelitten hat und verzweifelt war wegen Mobbing. Nicht nur von den Mädchen, sondern auch von sehr vielen Zuschauern. Also wirklich so, dass es Morddrohungen gab gegen sie, gegen ihre Familie, gegen ihren Hund. Also das muss wirklich so krass gewesen sein, dass auch die Polizei eingeschaltet worden ist, dass sie angeblich unter Polizeischutz steht, sogar mit Personenschutz zur Aufzeichnung gekommen ist. Ja, und dann hat sie gesagt, so, ich möchte nicht mehr Futter für noch mehr Hass sein, deswegen verzichte ich auf das Finale. Ja, das war echt ein krasser Moment, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Und ich war auch so, oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Also, weil Liana eben immer diese war von wegen, hey, ich will unbedingt Model werden, das ist mein größter Traum, schon von Kindesbeinen an und ich will nicht so wieder zurück an die Uni und ja wirklich halt auch diesen Ehrgeiz halt immer gezeigt hat. Und ich muss, die ganzen Schimpfworte, die auf der Jacke drauf standen, waren übrigens diese Beleidigungen, die sie sich in den letzten Wochen anhören musste. Und ja, ich finde das ganze Ding halt echt so ein bisschen schwierig, weil ich meine, sie war mir jetzt auch nicht die sympathischste Person, aber gut, dann sagt man halt einfach, weiß nicht, wo wir uns unterhalten hatten, wir haben auch gesagt, dass wir sie jetzt nicht super sympathisch finden, sie wäre jetzt nicht meine beste Freundin. Ich habe aber auch, oder wir haben auch immer relativiert und haben gesagt, so, es könnte auch am Schnitt liegen, keine Ahnung, wer weiß, wie sie wirklich drauf ist. Und erinnerst du dich noch, dass wir darüber geredet hatten, dass sie beim Frühstücksfernsehen doch den, letzte Woche waren sie beim Frühstücksfernsehen gewesen und dass sie da so abwesend war. Ja, yeah, das ist ein bisschen apathisch gewirkt. Genau, ja. Und das hat jetzt halt alles so dieses, das hat jetzt alles so ein Bild ergeben halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich finde das nicht in Ordnung. Man kann ja jemanden, also, naja, nee, kann man eigentlich auch nicht. Wenn du nicht gefragt wirst, hältst du halt einfach mal deinen Mund so, ne? Da musst du auch nicht, ich muss dir, wenn du mich nicht nach deiner Meinung zu dir fragst, dann muss ich halt nicht sagen, ja, ich finde dich kacke. So, ne, einfach so, dieses random rausgehauen, das geht halt auch irgendwie gefühlt immer nur im Schutz dieser Anonymität des Internets. Und dann aber nicht nur Liana fertig zu machen, sondern auch ihre Mutter, ihre Geschwister, ihre Tante und das Krasseste fand ich, die haben halt einfach Giftköder in ihren Garten gelegt und wollten den Hund umbringen. Sie musste sich vor ihrem Haus, vor ihrem eigenen Zuhause von fremden Leuten bespucken lassen. Und da, ganz ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte sie wahrscheinlich der schlechteste Mensch der Welt sein, da würde ich sie immer noch in Schutz nehmen und würde sagen, ey, sorry, aber das geht doch nicht. Fändet ihr das toll, wenn da jemand vor eurer Tür steht, einfach weil ihr irgendeine eure Meinung gesagt habt, ja, also
ne, also jetzt hat er auch nicht jede Meinung oder so, aber einfach, weil ihr was gesagt habt, was jemand nicht toll fand, würdet ihr das schön finden, wenn da jemand vor eurer Tür steht und euch anspuckt, euer liebstes Tier vergiftet, eure Familie angreift, so, wo führt denn das hin? Und da muss ich echt sagen, da habe ich echt ins Netz geguckt und dachte mir so, die Menschheit ist schlecht. Ja, ich meine, das Ding ist ja, sie hat ja auch nichts Schlimmes gemacht. Sie ist halt einfach vielleicht ein bisschen nervig gewesen. Sie war vielleicht ein bisschen zickig. Sorry, aber jeder ist mal meine Güte, das sind die meisten auf dieser Welt. Voll. Weiß ich meine. Also irgendein wird halt immer so ein bisschen geben, der dich halt auch voll zickig oder nervig findet. Und jemanden, der mich halt voll nervig und zickig findet, obwohl das ein anderer wiederum gar nicht so sieht. Weißt du, das ist ganz normal. Aber ich meine, das Ding ist halt auch einfach, die Leute müssen, glaube ich, einfach mal lernen, mit ihren Aggressionen und auch mit ihrer Frustration zu Hause vor einem Fernseher irgendwie selber klarzukommen. Voll. Ich meine, das kann nicht sein, dass alle Leute, die in einem Fernsehen sind oder in Musik oder in Politik oder sonst irgendwie, dass die zur Zielscheibe werden und dann irgendwie so als das personifizierte Böse irgendwie dargestellt, gequält, beleidigt oder sonst irgendwie degradiert werden. Ich meine, da fragt man sich auch so ein bisschen so, wer um Gottes Willen hat euch großgezogen? Seid ihr von irgendwie so einem Mob-Wölfen im Wald erzogen worden? Und ich meine, was ist das? Ja, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein bisschen anders drauf sind, weil wir vielleicht eine andere Generation sind, wo es zwar Fernsehen gab, aber halt kein Internet. ich meine, da hättest du ja maximal einen bösen Leserbrief schreiben können auf dein Diddle-Briefpapier damals und dann wäre gut gewesen. Aber ich meine, ich glaube ganz ehrlich, die geht es vermutlich auch so. Ich finde vielleicht einige Leute und nicht alle Leute, die ich im Fernsehen sehe, sympathisch, aber ich bin weit davon entfernt, da irgendjemandem zu schreiben oder sonst irgendwas zu machen, weil am Ende des Tages ist das Ganze einfach nur verdammtes Entertaining und mehr nicht. Ja. Und ich finde einfach ganz ehrlich, dass da wirklich ein bisschen mehr dagegen gemacht werden muss, auch von den Sendern. Ja, absolut. Aber natürlich auch irgendwie Gesellschaft muss da so ein Umdenken stattfinden, weil ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet, die Zielscheibe von irgendwelchen Menschen wird? Ja, das ist echt richtig krass. Sorry, dass ich unterbreche, aber das ist auch immer wieder die Argumentation, wenn es gibt ja halt, also durchaus auch bei uns auf dem Instagram-Account, ist es ja so, dass du dann halt Hater-Kommentare irgendwie bekommst für die Person, von der das Foto halt dann ist, ne? Also gern gesehenes Beispiel Daniela Büchner und Sarah Lombardi zum Beispiel oder eben auch Liana und dass da ein böser Kommentar drunter steht. Und dann gibt es aber glücklicherweise doch noch hier und da vernünftige Menschen, die dann sagen so, hey, mobb doch hier nicht so rum, so, wenn es dich nicht interessiert, du musst doch jetzt hier, ne? Also da versuchen zu vermitteln. Und dass dann immer wieder dieses, Entschuldigung, aber dieses verkackte Argument kommt, ja, aber die stehen ja in der Öffentlichkeit, da müssen sie damit rechnen, dass sie dies, das, tralala. Nee, müssen sie nicht. Du kannst halt auch einfach mal deinen Mund halten und du musst nicht deine Probleme, die du irgendwie hast oder deine Unzufriedenheiten, die weiß ich, wo Gott woher die kommen, aber auf andere projizieren. So, dann guck doch halt mal lieber, was bei dir irgendwie gerade nicht richtig läuft. Und eben, man muss halt auch nicht immer einfach so sagen, wenn man ungefragt halt so die Meinung, da eben, es ist wahrscheinlich halt auch so dieses Ding, was du halt meintest, so andere Generationen und so, und man hätte höchstens einen Leserbrief halt schreiben können. Du hast halt recht, wir waren irgendwie früher einfach nicht in der Art und Weise mitteilungsbedürftig. Wir mussten nicht irgendwie jedem dann der ganzen Welt mitteilen, dass wir den und den gerade scheiße finden, dass wir gerade auf dem Klo sitzen, dass wir gerade dies und das und tralala machen oder dass wir, was wir gerade zum Frühstück essen. So, das war halt nicht so. Es gibt sicherlich halt auch schöne Seiten an Social Media oder so, aber da denke ich mir halt manchmal, also manche haben da echt ein zu hohes Mitteilungsbedürfnis, habe ich das Gefühl. Ja, wir waren damals auch einfach nicht so nah an den Stars dran, hatten noch gar nicht so die Möglichkeit, irgendwie so direkt mit denen in Kontakt zu treten. Man hat die immer bewundert. Ne? Ich meine, ja, vielleicht gab's ein paar Stalker, die es heute sicherlich vermehrt geben wird, aber ich glaube, sonst haben die Leute ein relativ unbehelligtes Leben führen können. Und ich meine, da muss man halt wirklich sich die Frage stellen, wohin kommen wir? Ich meine, rein entertainment-technisch, wenn jeder, der in so einer Sendung mitmacht, erstmal irgendwie darum fürchten muss, dass ihm irgendwas passiert, wenn er daran teilnimmt. Ich meine, dann werden wir irgendwann nur so eine flachen, bleichen, also blassen Leute haben, die keine Persönlichkeit haben, die irgendwie versuchen, lieb und niedlich zu sein und mit niemandem anzuecken. Dann haben wir dann wirklich so Zustände wie, ich weiß nicht, also wie im Kinderkanal oder so, weißt du? Und das ist dann halt auch irgendwie nicht das, das ist einfach nicht das, wo wir hingehen sollten, rein entertainment-technisch. Wir sollten einfach das Ganze aus einer gesunden Distanz betrachten können. Man muss sich alles gut finden, aber man kann sich auch einfach mal zurücklehnen, sich entertainen lassen und sagen, finde ich jetzt nicht so gut und dann ist gut. Dann ist der Drops gelutscht so. Aber die Leute müssen wirklich lernen, mit ihren Frustrationen zu Hause klarzukommen, weil es ist nicht die einzige, die jetzt irgendwie um ihr Leben fürchten muss, um ihre Sicherheit, um ihre körperliche Unversehrtheit. Ich meine, wenn du mal guckst, erst letzten Monat bei Promis unter Palmen, Carina Spack hat Morddrogen bekommen. Ich bin mir sicher, dass Mangiapane und Co. auch irgendwie
wirklich Hate bekommen haben von unterschiedlichen Ecken. Klar. Und ich meine, das geht mittlerweile so weit, dass alle Leute, die in Sendungen so ein bisschen polarisieren, sei jetzt mal dahingestellt, ob sie es jetzt verdient haben oder nicht, dass die ganze Zeit schon irgendwie so behelligt werden und bedroht werden. Ich meine, alleine schon, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Netflix-Serie, die Dating-Show Love is Blind. Da wurden ja auch Carlton und Diamond, die Teilnehmer, haben wirklich Morddrohungen bekommen. Und da gibt es ja natürlich auch immer so Wiedersehensgeschichten, wo der ganze Cast wieder aufeinander trifft nach ein paar Monaten. Mhm. Die waren alle gezeichnet. Die waren alle gezeichnet. Und da muss man dazu noch eine Sache sagen. Und zwar zwischen dem abgetretenen Zeitpunkt und dem Wiedersehen lag ein halbes Jahr. Mhm. Und ich glaube, der Moment, wo das halt online gestellt wurde, war vielleicht, keine Ahnung, ein Monat her zwischen Ausstrahlungstermin A und dem Zusammentreffen von allen. Mhm. Aber alle waren sichtlich gezeichnet von dem ganzen Feedback, von dem ganzen Hate, den die bekommen haben. Ja, so. Also und ich glaube, wenn man an so einer Sendung mitmacht, muss man sich da mittlerweile, glaube ich, schon wirklich fast überlegen, möchte man, dass da unter Umständen irgendwelche Verrückten dein Leben zerstören ja, wollen? Ja, bist du dann bereit? Also ist dir dieser, wie man immer sagt, so diese 5 Minuten Fame, die du dann halt durch diese Sendung hast oder was auch immer das Ziel der jeweiligen Sendung dann halt ist, ne? Ist es dir das wert, dein ganzes Leben eigentlich gegebenenfalls in Arsch zu machen? So, Entschuldigung. Mhm. Halt, aber dann, ja. Wir sind ja unter uns. Ja, wir sind ja unter uns so, aber du weißt, ich meine so, ne? Das ist also, yeah. Und das kann es doch nicht sein. Und ich meine eben, man hat gesehen, wie dieses Love is Blind habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber du meintest ja, dass sie gezeichnet aussahen. Ich fand, Carina hat man es angemerkt. Ich fand auch, dass man es Liana extrem angemerkt hat. Du merkst es jedem an. Das macht das, das muss halt auch mal in den Leuten der Köpfe ankommen. Das macht halt auch was mit einem. Das macht Leute kaputt. Da bringen sich Leute teilweise um, weil sie solche Nachrichten tagtäglich bekommen. Ne, das ist, war ja erst in England, ja, ne? Eben. Erst in Großbritannien, diese eine Moderatorin von Temptation Island. Stimmt, ja, genau. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber Temptation Island hat sie moderiert. Und das, also fasst euch da mal alle halt so an die eigene Nase, denke ich mir. So, ja, es findet doch erstmal, also ne, sucht doch mal die Fehler bei euch. Und dann teilweise, was die dann halt auch so drunter schreiben, wo ich mir dann denke, so. Also erstens wäre das überhaupt nicht nötig gewesen, dass du dich ja äußerst, wenn du das halt so scheiße findest. Aber zweitens, ey, das, was du gerade schreibst, also dann schreiben die ja meistens nicht nur von wegen, oh ja, nee, Carina finde ich blöd oder Liana finde ich blöd oder weiß ich wen, sondern die holen ja dann richtig aus und du hast wirklich das Gefühl, da habe ich keine Zeit für mich damit zu beschäftigen und du hast aber das Gefühl, die haben halt nichts anderes zu tun im Leben, als einfach nur zu mobben. Ja, das ist die eine Sache so, ne? Ich meine, das Ding ist halt, um ehrlich zu sein, hatte ich, um nochmal auf die Sendung zurückzukommen, den Eindruck, dass das keine spontane Aktion war, sondern eine durchdachte Idee. Das stimmt. Zum einen, weil halt in den Werbeblöcken sehr viele Anti-Mobbing-Kampagnen liefen. Dann natürlich auch mit dem Kleid und dann, weil die Rede für mich ein bisschen auswendig gelernt geklungen hat. Das stimmt, also, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das hat ein bisschen so merkwürdig theatralisch gewirkt. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es ihr nicht schlecht gegangen ist. Ich bin da 100% dabei, dass das, glaube ich, schon eine durchdachte Geschichte gewesen ist, weil ich meine, Germany's Next Topmodel werden ist auf jeden Fall ihr großer Traum gewesen. Und ich meine, ich bin jetzt im Vergleich zu dir vielleicht nicht die Person, die sich diese Sendung jede Woche angucken würde oder angeguckt hat. Aber ich meine, allein von diesem Moment, in dem ich diese Sendung gesehen habe, habe ich gemerkt, dieses Mädchen will das wirklich. Ja, das stimmt schon. Und ich meine, wenn du das wirklich merkst, dass so ein Mob von erbosten Zuschauern, so ein junges Mädchen bricht, so in Massen auf sie zugeht und sie dann wirklich freiwillig sagt, ich verzichte auf meinen großen Traum. Also dann weißt du schon auf jeden Fall, dass das nicht von ungefähr kommt. Nee, absolut nicht. Du hast recht, dass es halt ein bisschen einstudiert klang. Also nicht, dass es deswegen irgendwie schlechter war oder halt nicht so gemeint gewesen wäre. Aber es war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig dann diese, also weil man ja dann irgendwie das Gefühl hatte, so von wegen, das wäre geplant und das ist ein bisschen einstudiert gewesen. Und irgendwie ja eben diese Mobbing-Werbespots, was ich übrigens sehr gut fand, dass das halt dann darauf reagiert wurde. Und aber auch dieses Outfit, wo ich mir dachte, das haben die jetzt alles so in 5 Minuten, so, nee, hä? Dann diese Überraschung halt von Heidi, oh mein Gott, wirklich? So nach dem Motto, so. Ich dachte so, echt jetzt? Also wie dumm halten die Zuschauer halt auch manchmal, ja? Das ist schon halt echt so ein also bisschen. Also das habe ich nicht geglaubt irgendwie. Nee, kam auch nicht so rüber. Und tatsächlich ist es so, das fand ich ganz interessant, dass unsere Kollegin Sibylle, mit der hatte ich vorhin einen Videocall,
Und wir hatten auch kurz über das Thema geredet, weil sie da nämlich auch so ein Fan von ist. Ein richtiges kleines Fangirl, die ist ja noch krasser drauf als ich. GNTM-Fangirl, Grüße geben raus, ne? auf jeden Fall meinte sie dann so, dass sie halt schon echt drüber nachgedacht hat, ob das nicht sogar ihr Vorteile bringen könnte, also der Liana. Rein vertragstechnisch, meinst du? Nee, generell, da halt also von der Bekanntheit her und von den Jobs dann halt her und von dem Interesse her. Also ich es glaube, das, jetzt ist es hat das ja wirklich total überschattet so, ne? Ist schon. Ich meine, ganz ehrlich, Jackie, ja, herzlichen Glückwunsch, aber Liliana, du Arme, ne? Ja, es ist schon, ja, Jackie, so ein bisschen, ne? Schon, ach so, ja, was, Artikel, was macht Jackie jetzt in der Zukunft? Oder was, wie geht's Liana gerade? Ne, das will doch jetzt gerade die ganze Welt wissen, wie geht's Liana? So die arme Liana. Ja, ja, ganz genau. Ja, ist so, weil Jackie, ganz die genau. Würde das schon hinkriegen, der geht's ja gut, ne, der wird sich drum gekümmert, so. Ja? Aber das war letztes Jahr auch schon so krass. Wer ist das? Letztes Jahr? Ach doch, letztes Jahr ist ja die Vanessa Tamkan ist ausgestiegen. Also das heißt ja mittlerweile, seit der geheiratet, die Vanessa ausgestiegen. Kurz vorm Finale. Mhm. Und das ist halt, also da hat es halt auch schon so polarisiert quasi, bis dann halt irgendwann rauskam, warum. Also jetzt glaube ich im Endeffekt irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich mich richtig erinnere, ausgestiegen. Kann aber, also das habe ich nicht ganz so verfolgt, weil eben, das ist halt schon so, das war dann schon so, ja, okay, sie ist ausgestiegen. Bye. So, ne? Und bei Liana war halt aber echt so dieser große Traum. Dann hat sie auch so krass polarisiert im Allgemeinen halt in der Sendung. Und dann halt war sie ja auch einfach so offen und ehrlich gewesen. Ich glaube, Vanessa hat damals einfach irgendwie per Videobotschaft mitgeteilt gehabt. So, ja, ciao, Kakao, ich bin da mal raus. Nehme nicht mehr am Finale teil. Und das ist halt jetzt schon so dieser Riesenunterschied. Und ich glaube tatsächlich, also die Vanessa ist, glaube ich, auch nicht so ganz aus allen Köpfen raus. Ich glaube tatsächlich, dass es Liana hier und da auch einen kleinen Vorteil bringen könnte. Das glaube ich auch. Dass sie halt weil ich meine, sie hatte dadurch die Möglichkeit, ja, und sie hatte dadurch auch die Möglichkeit, so erhobenen Hauptes die Sendung zu verlassen. Mhm. Sie hat dann, glaube ich, dadurch nochmal so ein bisschen ihren Hatern den Stinkefinger gezeigt. Ja. Naja, es ist ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, Es ist ja auch ganz klar so, dass sie damit halt auch schon gesagt hat, so Leute, guck mal, ich habe es bis hierhin geschafft und wahrscheinlich wäre ich sogar GNTM geworden, aber ihr seid schuld, dass ich das jetzt nicht machen kann. Ihr seid diejenigen, dass ich das mein Ziel nicht erreiche. So, ne? Also es kann niemand sagen, so ja, sie hat es nicht geschafft, weil sie einfach kein gutes Model ist oder kein Ehrgeiz gezeigt hat oder keine Ahnung. Nein, die anderen sind schuld. In dem Fall, es ist ja nichts, was man so gerne sagt, aber in dem Fall stimmt es halt, es sind die anderen schuld daran. Sie hat jetzt halt, denke ich, dadurch auch den Vorteil, dass sie nicht durch den Gewinn an die Modelagentur von Heidis Vater gebunden ist, sondern dass sie jetzt auf jeden Fall auch genug Handlungsspielraum haben dürfte. Mhm. Ich meine, ich kenne jetzt natürlich nicht die Details der Verträge, aber auf jeden Fall dürfte sie jetzt als Nichtgewinnerin sich auf jeden Fall die Möglichkeit einfach haben, sich auszusuchen, von wem sie unterstützt und vertreten werden möchte. Und vielleicht hat sie da auch wirklich die Möglichkeit, vielleicht auch für sich bessere Möglichkeiten noch abzuschließen. Mhm. Ja, wer weiß, ne? Also das und kann gut sein. Vielleicht hat sie dadurch auch wirklich die Möglichkeit, wie du vorhin schon gesagt hast, sich auch von Heidi und der Sendung so ein bisschen abzukanzeln und dann wirklich eine alleinstehende Person zu sein. Und auch wirklich eine alleinstehendes Model zu sein. Und vielleicht ist sie dann wirklich eine von den Models, die dann wirklich so, ich sag jetzt mal, in Richtung Supermodel geht, weil sie jetzt vielleicht nicht unbedingt die most likable Personality besessen hat. Aber wobei, möglicherweise rechnen ihr einige Hater das auch groß an und sagen, okay, Mädchen, du bist mutig. Du hast auf jeden Fall wirklich Balls bewiesen. Und vielleicht ist das ja wirklich so, dass ihr das den einen oder anderen Sympathiepunkt bringt. Ja, hoffen wir mal, dass sich da von ihren Hatern auch noch ein paar bekehren lassen. Aber vielleicht, weiß nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass es bei, also ich habe das immer das Gefühl momentan, dass das irgendwie immer mehr wird, dass wir natürlich auch generell offener und ehrlicher und häufiger über dieses Thema Mobbing reden und dass man auch viel mehr davon hört und so. Aber ich weiß nicht, also ich würde halt jetzt irgendwie nicht vermuten, dass es irgendwie, ja, dass es halt auf dem gleichen Stand noch ist wie vor 10 Jahren oder so. Also ja, Mobbing wird es halt schon immer in irgendeiner Form gegeben haben, aber ich habe das Gefühl gerade, dass es so wahnsinnig zunimmt. Und ich weiß nicht, ich denke mir halt so, ey, wir reden schon die ganze Zeit darüber und jeder weiß, was Mobbing ist. Und es wird ja halt auch oft halt hier gekommen mit, das ist aber Mobbing, keine Ahnung. Ne? Auch ja immer ein gern gesehenes Argument und dann aber selber vorschießen. Und ich habe halt echt, also ich hoffe, dass es echt langsam mal ankommt bei den Leuten, was das halt machen kann.
So, ne? Ja. Also, wie gesagt, so im schlimmsten Falle. Also, es ist halt nicht nur so, dass Leute da gebrochen werden oder ihren größten Traum halt jetzt so dann aufgeben, wie Liana das jetzt halt, also ja, zumindest GNTM halt aufgibt. Ob sie das Modeln komplett aufgeben wird, das werden wir halt sehen. Aber vorerst halt erstmal ihren großen Traum aufgegeben hat. Und da muss man wirklich auch sagen, Liana ist eine starke Persönlichkeit und vielleicht kann sie genau deswegen auch gerade noch erhobenen Hauptes gehen. Viele können das halt nicht mehr. Viele sind dann gebrochen. Viele haben dann Depressionen, Burnout, denken, sie sind nicht gut genug, bringen sich um, keine Ahnung was. Ja? Und das sollte man sich immer bewusst sein, dass man da, man soll jetzt nicht jeden wie ein rohes Ei behandeln, aber einfach mal ein bisschen nachdenken, was man da gerade schreibt und ob das wirklich notwendig ist. Also will Liana jetzt wirklich meine Meinung als kleines Licht halt hören oder ist es halt eigentlich für uns beide total unwichtig, ob ich sie kacke finde und wir können beide auch damit leben, wenn ich es ihr halt nicht mitteile. Und das ist, ganz genau, ja. So. Ganz ja. Genau. Ich glaube, an dieser Stelle können wir Liliana wirklich nur das Beste und ganz viel Kraft Absolut. Wünschen und hoffen, dass die ganzen Hater ihren Hass irgendwie gezügelt bekommen und vielleicht auch irgendwie aus dieser Situation irgendwas für sich rausholen können, was sie auch zu besseren Menschen macht. Und ich weiß, ich klinge gerade so ein bisschen, als ob ich hier bei so einer Miss America-Rede über den Weltfrieden philosophiere, um hier diese Sympathiepunkte zu holen. Aber nein, so ist es nicht. Aber du hast ja schon gerade so mit Burnout und negativen Gefühlen so ein bisschen zu einem anderen wichtigen Thema in dieser Woche übergeleitet. Ja. Angelo Kelly hat die Kellys verlassen. Ja, stimmt. Großer Schock. Das war ja quasi Breaking News am Abend noch. Ganze Welt ist ausgeflippt, ganze Welt ist zusammengebrochen. Das Glück liegt in Scherben. Das Glück liegt in Scherben, jetzt ist die Wahrheit raus, oha. Jetzt ist es raus, genau. Oder ganz genau. Ja, genau. Aber es ist sowieso ein bisschen komisch irgendwie, weil es gibt den Unterschied, in was für einer Band du bist und wie du die Band verlässt. Ja. Wenn du quasi bei den Spice Girls, weiß ich nicht, Jerry Halliwell bist und die Band verlässt, dann ist das meistens immer etwas sehr Vorläufiges. Aber wenn du mit den Leuten wie in der Kelly Family verwandt bist, dann kannst du irgendwie nie so richtig gehen. Nee, da bist du ja halt immer Mitglied der Kelly Family, weil du bist halt einfach. Du bist immer einmal Kelly, immer Kelly, so, weißt du? Und mittlerweile ist es ja so, dass es da schon weitere. Ganz genau, wenn wir Freunde wären, ja, dann sagen die Kelly Family, aber da wir verwandt sind, Fresse, weißt du? Deswegen. Nee, auf jeden Fall, die Sache ist, die Angelo Kelly hat die Kelly Family verlassen und wird jetzt nicht mehr mit seinen weltberühmten Geschwistern Musik machen, weil er einfach gesagt hat, so die letzten 3, 3,5 Jahre waren einfach so hart stressig. Er hat ja, glaube ich, sogar gesagt, dass er gefühlt in seinem Leben noch nie so viel und so hart gearbeitet hat wie seit der Wiedervereinigung 2017. Und jetzt möchte er einfach einen Gang zurückschalten, sich jetzt um seine eigene Familie kümmern. Also er hat ja Frau und Kinder, mit denen er ja auch Musik macht. Da kommt jetzt auch ein neues Album. Und er hat jetzt auch angefangen, so andere Projekte zu machen, wie beispielsweise einen Podcast mit seinem großen, er hat einen ältesten Sohn. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Er müsste so 17, 18, glaube ich, ungefähr so sein. Ja, Pi mal Daumen, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Irgendwie so. Der Gabriel. Ganz genau, mit ihm macht er jetzt ja einen Podcast. Father and Son heißt der. Wie naheliegend. Unter uns gesagt, so nett ich die Kellys und Angelo Kelly auch finde, mich würde es halt hart nicht interessieren, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, worüber die reden könnten. Also, liebe Kelly-Fans, bitte hasst mich nicht, aber ich weiß nicht, ich stelle mir das jetzt irgendwie nicht so spannend vor, mir da irgendwie ja, nee, generell. So Vater-Sohn-Weisheiten von den beiden anzuhören. Aber ich bin mir sicher, die werden auf jeden, es wird sicherlich ein Publikum dafür geben, aber ich gehöre nicht dazu. Nee, ist definitiv auch aber, nicht. Aber ich werde keine Hate-Mails schreiben, wie vielleicht andere Leute. Das ist der Vorteil. Also lernt von mir, seht mich als Vorbild, lasst es. Ich habe nämlich nach seiner Meinung gefragt. Ja, das möchten wir mal hier festhalten. Ich wollte deine Meinung dazu wissen. Dann lass uns zu einem anderen Thema kommen, das auch diese Woche extrem, extrem krass besprochen wurde. Pietro Lombardi, Sarah Lombardi und das gemeinsame und Ti Amo, Mi Amor. Das gemeinsame Tanzvideo. Und zwar haben sich nämlich am Vatertag natürlich, Pietro ist ja, ach, der ist ja so voller Vaterfreude. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr, ne? Also er liebt ja seinen kleinen Alessio. Kann man wirklich immer noch blöde Zitatsituation. Hauptsache Alessio geht's gut. Wollte ich gerade sagen, blöde Zitiersituation, aber es ist so, Hauptsache Alessio geht's gut. Darum geht's Pietro hauptsächlich. Er ist wirklich, also er stellt sich zumindest immer als guten Vater dar und bisher habe ich auch noch nichts Gegenteiliges irgendwie von der Sarah oder weiß ich wem mal mitbekommen. Jedenfalls haben die die drei zumindest, ich weiß nicht, ob der neue Freund von der Sarah mit dabei war oder so. Auf jeden Fall haben die halt zusammen den Vatertag verbracht. Und ja, Sarah, die hat ja jetzt
Ende letzter Woche, glaube ich, oder Anfang dieser Woche, hat sie ihren neuen Song auf jeden Fall, diesen Ti Amo Mi Amor, rausgebracht, mit dem genau, den sie auch beim Free SC gesungen hat. Genau, für Italien. Und rührt jetzt natürlich ordentlich die Werbetrommel dafür. Und da hat sich dann der Pietro auch mal hinreißen lassen. Und dann sieht man sie jetzt nämlich seit heute Morgen oder gestern Abend auf TikTok, wie sie zusammen die Choreo von diesem Ti Amo Mi Amor tanzen. Und das war natürlich, da sind Herzen gebrochen und Jubelschreie ausgebrochen. Das war ja großartig. Jubel-News. Ja, ja, es war halt schon echt eine Wiedervereinigung der beiden. Und fand ich aber auch sehr schön. Also muss ich echt sagen, so der Pietro, der unterstützt ja die Sarah dann halt auch, ne? Warum sage ich eigentlich immer der Pietro und die Sarah? Okay, also Pietro, der unterstützt ja Sarah auch sehr in diesen Angelegenheiten, ne? Eben auch wieder Hauptsache Alessio geht's gut. Und dass er sich dann halt für diesen Quatsch halt auch nicht zu schade ist, ist schon ganz witzig. Ich finde es schon ganz niedlich. Ja, ich finde es auch echt schön, dass er einfach so loyal ist und dass man auch einfach merkt durch diese ganzen kleinen Dinge, die er macht, diese ganzen kleinen Gesten, dass so Familie bei ihm an erster Stelle voll. Ist. Voll, und das ist, er hat ja und halt früher auch immer gesagt, so, Sarah ist halt immer die Mutter seines Kindes und er hat ja auch, also es gab ja auch schöne Zeiten mit Sarah und dass er hat sie auch irgendwann mal geliebt, so, ne? Und dafür, dass er, ich weiß gar nicht, wie alt ist Pietro jetzt, 27, 28? Dafür, dass er halt noch gar nicht so alt halt eigentlich ist, finde ich halt immer, hat er da eine sehr, sehr schöne Sicht auf die Dinge und eine sehr vernünftige Sicht halt auch, ne? Also es ist ja auch nichts Schöneres als für das, ist schon schwer genug für Alessio wahrscheinlich, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. Aber dass sie sich halt so gut verstehen und dass er halt auch regelmäßig Kontakt zu beiden Elternteilen hat und so, ist doch super. Also finde ich wirklich toll gelöst, würde ich sagen. Ich finde auch echt schön, dass er so wirklich so als gutes Vorbild vorangeht, so auch für, ich sag jetzt mal, junge Männer, die relativ jung Väter geworden sind, dass er einfach sieht so, hey, ganz ehrlich, ich schaffe es trotz Karriere, trotz Sport und was ich nicht alles mache, mich noch um mein Kind zu kümmern. Ja, man muss auch gut dann mache. Halt auch Zeit dafür auch, haben wollen, ne? Das ist halt auch immer der Springende. Ja, man muss sich die Zeit einfach nehmen einfach so und das finde ich auf jeden Fall echt eine sehr vorbildliche Sache und er hat jetzt ja auch am Vatertag auch eine ziemlich klare Botschaft gesendet, indem er dann halt wirklich gesagt hat, so liebe Männer, liebe Väter, die sich wirklich um ihre Kinder kümmern und wirklich gute Väter sind, euch alles Gute, Respekt, keine Ahnung. Ihr seid Maschinen. Und alle ihr seid Maschinen, Maschinen. Und die Typen, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, ihr seid riesige Arschlöcher. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Geste, klar. Kraftausdruck, aber mein Gott, ne? Also ich denke, am Vatertag kann man das mal sagen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, Daumen hoch oder Daumen nach oben für Pietro Lombardi. Auf jeden Fall. Daumen hoch. Genau, dann machen wir. Habe ich auch noch. Daumen hoch auf jeden Fall. Und Daumen hoch gibt's auch für, da leite ich jetzt nämlich mal hin. Hast du dieses krasse Bild gesehen von Rebel Wilson? Ja, Mann, heftig. Also, die hat ja richtig krass abgenommen. Also ich weiß nicht, ne? Also sie hat ja gesagt, sie war ja immer so, sie ist ja eigentlich im Grunde genommen in Hollywood dafür berühmt geworden, dass sie halt eine der liebenswerten, ich sag jetzt mal, kurvigen Schauspielerinnen ist und hat dadurch auch wirklich sehr viele, ich sag jetzt mal, bestehende Dinge in Hollywood gebrochen, indem sie halt einfach auch wirklich Rollen bekommen hat in Filmen. Ich meine, früher war das ja immer so, dass du quasi, ich sag jetzt mal, als nicht dünne Frau nur dann eine Rolle bekommen hast, wenn es irgendwie für die Handlung wichtig ist. Und ich finde irgendwie ganz gut bei ihr, dass es irgendwie so war, dass es nicht unbedingt wichtig war, sondern im Grunde genommen, man hat sie einfach für die Rollen gecastet, weil sie einfach sie war, weil die Regisseure und wer auch immer da Entscheidungen getroffen hat, einfach geliebt hat, wie Rebel Wilson spielt und sie halt auch einfach ein Zuschauerliebling ist. Und jetzt ist es halt so, dass sie quasi dem Beispiel von Adele zu folgen scheint und jetzt auch gerade total am Abspecken ist. Seit Januar isst sie wohl keinen Zucker mehr und kein Fast Food. Ich könnte das nicht. Ich auch nicht. Aber sie scheint das wirklich sehr, sehr diszipliniert zu machen. Sie hat wirklich richtig, richtig abgenommen. Klar, ist natürlich schön, wenn sie sich einen Traum erfüllt, aber auf der anderen Seite finde ich es halt, und jetzt klinge ich wieder wie der Moralapostel vom Herrn, ein bisschen schade, weil sie einfach für viele kurvige und nicht dünne Frauen einfach ein Vorbild und auch so eine Quelle der Inspiration gewesen ist. Ja. Und ich finde es halt irgendwie schade, einfach das Signal zu sehen. Ja, das stimmt. Dass aktuell irgendwie alle Frauen, die irgendwie zu ihren Pfunden gestanden haben,
irgendwie sich alle so runterhungern. Ja, das haben wir ja letzte Woche quasi schon mit Adele gesehen. Ganz genau. Gehabt. Und das haben wir ja auch ganz beide genau. gesagt, dass es halt super schade ist. Und was ist das eigentlich für ein Signal quasi nach draußen? Bin immer noch froh. Ich hoffe, dass nicht irgendwann Lizzo noch auf den Trip kommt und oder Beth Ditto auch, dass sie noch auf den Trip kommen und da irgendwie abspecken wollen. Ich meine, wenn du das aus gesundheitlichen Gründen machst, so weil es dir halt wirklich nicht gut geht oder so, dann ist es halt was anderes. Oder wenn du das halt dich halt wirklich nicht wohlfühlst. Aber ich habe bei allen irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht nur damit zu tun hat, dass es vielleicht so nach außen hin danach aussehen soll und sich danach anhören soll, als hätte das damit zu tun, als hätte das solche Gründe. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es halt nicht so stimmt. Also nicht ausschließlich zumindest. Was mich übrigens auch richtig geschockt hat, also Rebel Wilson, übrigens, ja, siehst du, das wollte ich noch sagen, dass Rebel Wilson ist ja schon sehr wohl, also mir zumindest bekannt geworden in eben so einer Rolle, wo ich mir dachte, okay, also, und zwar hier Pitch Perfect, da hat sie nämlich die Fat Amy, die dicke Lustige, quasi gespielt. Yeah. Und das fand ich schon so, also anfangs war das echt so eine Rolle, wo ich mir dachte, so wirklich hätte die Lustige halt nicht auch einfach. Also, ne, so, warum muss es immer die dicke Lustige sein? Vielleicht hätte ja die Dicke halt auch einfach die Intelligente sein können oder die mit der krassesten Stimme oder weiß ich nicht was, so, ne? Mhm. Aber nein, es sind immer die dicken Lustigen. So, das fand ich halt immer schon so ein bisschen, Aber sie hat sich danach sehr gut gemacht, das stimmt schon. Ja. Also, ich finde, dass sie da auf jeden Fall Türen geöffnet hat, voll. So, und deswegen finde ich es halt natürlich ein bisschen schade. Aber vielleicht öffnet das vielleicht sogar noch weitere Türen für andere Schauspielerinnen. Die ja halt auch irgendwie, starke Frauen repräsentieren in Filmen. Ja, das so. Stimmt. Wusstest du, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie schon 40 ist? Also schon, in Anführungsstrichen, aber ey, sorry, aber ich hätte die locker für 23 gehalten. Sie ist einfach 40. Ich weiß, es gibt manche Menschen, so ein Babyface. Es gibt so manche Menschen, da weiß man einfach nicht, wie alt sie sind. Ja, so, gut, ne? Also beispielsweise auch Fergie. Oh ja, Fergie. Bei Fergie, stimmt. Ne? Bei Fergie ist es wirklich so, diese Frau könnte 20, aber auch 50 sein. Ja, die könnte sein. Jedes Alter haben. Anders. Also so alles dazwischen. Ja, anders allerdings bei Ariana Grande zum Beispiel. Ariana Grande. Mhm. Da weiß man, Ariana. Bei der Ariana, da weiß man nämlich immer nicht, ist die jetzt wirklich schon volljährig? Finde ich da immer sehr Das stimmt, schwierig. Ne? Aber die ist auch schon irgendwie Mitte, Ende 30, Ende 20 so, ja, ne? Ja, du, ich glaube, naja, 26, 27, irgendwie so in dem Dreh. Also das ist halt echt... Mhm. So, wo ich mir dachte, oh, okay, die darf halt schon, also die darf selbst in einen Ländern, wo es noch, also mit höheren Altersgrenzen gibt, darf die schon was trinken einfach. So sieht sie gar nicht aus. aber, das Gute ist auf jeden Fall, was man mit Sicherheit sagen kann, sie ist alt genug, um in den Club zu kommen. Zum Glück. Und da könnte sie, wenn wir jetzt gerade nicht Corona hätten, ihren neuen Song, den sie mit Lady Gaga gemacht hat, Rain On Me, performen. Der ist nämlich richtig geil und ich muss ganz ehrlich sagen, so unter uns gesagt, ich bin ja eigentlich kein Fan von so schlabbriger Popmusik. Aber ich finde wirklich, der Song ist echt richtig nice geworden. Das ist geworden. Ziemlich cool geworden, echt so. Es ist auch echt schön, dass ich da so zwei, ich sag jetzt mal wirklich so Divas oder auch wirklich so zwei extrem wichtige Frauen in der Popwelt da einfach so zusammengetan haben. So, ne? Das ist ja schon wirklich gefühlt lange her, dass wir irgendwie was so von Lady Gaga gehört haben, was wirklich Lady Gaga war und nicht dieser komische A Star Is Born Film. Ja, das stimmt. Und auch einfach so ganz cool, einfach diese Zusammenarbeit von den beiden zu haben. Also ich habe den Song heute wirklich mal so kurz reingehört, weil ich einfach mal gedacht habe, so hey, wie hört sich das an? Aber das ist echt so eine echte Nummer, die hat gut Bums dahinter und habe ich dann heute Morgen, glaube ich, so 6-7 Mal gehört. Also muss man echt sagen, haben sie schon echt was Geiles produziert? Wie man so richtig, wie sagt man sonst immer so schön im Radio, ein richtiges Brett. ein richtiges Brett. Ganz genau, so richtige Kante. Ganz genau. Ja. Ein richtiges Feierbiest. Gut. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf jeden Fall ein bisschen Musik für eure Playlist für, keine Ahnung, zu Hause Sport machen oder einkaufen oder was auch immer haben wollt, hört auf jeden Fall mal rein. Rain on Me von den beiden ist ein ziemlich guter Teamwork, ein ziemlich gutes Teamwork-Ergebnis. Und jetzt kann ich nochmal mit so einer räudigen Überleitung kommen. Und zwar eine andere tolle Teamarbeit ist die zwischen Capital Bra und irgendeinem Pizzahersteller, mit dem er zusammen jetzt Pizza macht. Kann man jetzt seit ein paar Tagen kaufen. Die Capi-Pizza. Ja, ultra lecker übrigens. Die ist... Ultra hast du probiert schon? Ja, es gibt halt einmal die mit der, was ist das? Kalbsalami, glaube ich. Einmal ist... Genau, und einmal Grillgemüse. Grillgemüse.
Und da ist anscheinend Hanfsoße drauf. Ja, ne? Aber also ich meine, ne, wahrscheinlich wird das auch ein bisschen verkaufsfördernd gewirkt haben, weil die ganzen Kiddies dachten, so geil, da kriege ich Hanf. Ja, macht natürlich nicht. Ja. Also Hanfsoße schmeckt schon besonders, aber da ist kein THC drin, ne? So. Genau, also es macht dich... Kommt drauf an, wie viel man davon isst bestimmt, ne? Ja, wahrscheinlich müsstest du 10 Liter davon essen, aber wer tut das so, ne? Also, die mit dem Grillgemüse fand ich wirklich sehr lecker. Ich mag halt generell Salami nicht so gerne, deswegen bin ich halt nicht so Salami-Pizza-Fan gewesen, aber die war wohl, hat mein Neffe mir erzählt, hat auch sehr lecker. Die zu bekommen ist aber gerade, also, weiß nicht, das ist wie zu Anfang der Corona-Zeit ein Klopapier zu bekommen, Freunde der Sonne. Wirklich. Das kann nicht wahr sein. Ja, es ist Pizza. Ja, das ist Col Capital Bra, aber es ist Pizza. Kann ja nicht sein, dass es keine Pizza mehr gibt. Ja, Bratans und Bratinas stopfen jetzt Pizza. Keine Brathähne mehr. Hähne, Hähnchen? Ganz genau. Ja, genau. Na, aber auf jeden Fall läuft bei ihm, der Rubel rollt, er ist überall ausverkauft. Der hat übrigens gestern, also, der ist jetzt die Nacht halt auch voll lange wach geblieben und hatte auch einen neuen Song veröffentlicht, ja, wo wir nochmal einen kleinen Rückschritt machen können. Weil der... Aber was man sagen muss, was man ganz schnell sagen muss, 1,5 Millionen Pizzas sind wohl schon verkauft worden. Echt? So viele? Okay, also scheint die Produktion... Ganz genau, weil einige Leute halt wirklich teilweise mit 10 Pizzen aus dem Laden gerannt sind. Und jetzt kann man das Ganze halt, während man so Pizza von Capital Bra mampft, kann man dann zusätzlich halt auch Capital Bra Musik hören, wenn man so steht. Ja, genau, wenn man so auf sowas steht. Also, ne, hört sich natürlich an wie ein typischer Kappi-Song. Wäre ja auch nicht Kappi, wenn es nicht, ne? Und heißt, komme ich jetzt gerade gar nicht drauf, wie der neue Track heißt. Auf jeden Fall ist er... Musik von Capital Bra. Ja, komm, also Leute, ihr wisst halt alle, wie das halt funktioniert hier, ne, mit dem Spotify. 5 Millionen monatliche Hörer, alter Vater. ja, nee, auf jeden Fall, ja, hört sich halt an wie ein typischer Capi-Song, aber ich fand es so süß, dass sie halt so berichtet haben, dass er halt, das weiß ich nicht wann, wach geblieben ist, um gleich heute Morgen diesen Song zu veröffentlichen und das dann halt noch groß auf Social Media halt live angekündigt hat. Und ach, es war schon ein bisschen niedlich, dass er sich halt einfach nach seinen ganzen Erfolgen, die er schon so hatte und nach seinen ganzen... Also eben, wie gesagt, so über 5 Millionen monatliche Hörer, das muss halt erstmal schaffen. So. Und dass er nach diesen ganzen Erfolgen, die er hatte, sich doch immer noch darüber so freut. Ich finde das so herzerwärmend, wirklich. Muss man wirklich sagen. Da wäre ich gleich wieder zur Oma im Herzen. Es ist wirklich so. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch nicht Pizza essen oder Pizza essen oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall beenden wir das Ganze, weil ich will jetzt was essen, aber keine Pizza. Oh, doch, ich gönne mir jetzt halt nochmal die Grillgemüse Pizza. Ja. Ehrlich? Steht auf meinem Speiseplan. Gönn dir. Gönn ich mir. Du wolltest ja, gesund essen, habe ich gehört. Ich arbeite ja noch hier an meinem After-Quarantäne-Buddy. Ach so, After-Quarantäne. Und der sieht gerade sehr quarantänig aus. Und deswegen keine Pizza für mich. Na okay, wenn du das sagst, wenn du der Meinung bist, finde ich überhaupt nicht. Aber jedem das Seine in dem Moment, ne? Ja, dann auf jeden Fall, sind wir raus für heute. Bis nächste Woche dann. Ciao. Ciao. Nie wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder oder rund um die Uhr auf klatsch-tratsch.de.